Tippchecker plus Z. SMA Solar. Solaraktie, stellt aber Wechselrichter her, keine Solarpanels, hat sehr gute Zahlen vorgelegt fürs letzte Geschäftsjahr Ende März. Kurs trotzdem ziemlich schlecht gelaufen im letzten Jahr, auch in den letzten 6 Monaten, eigentlich seitdem sie die Zahlen vorgelegt haben, auch nicht extra gut. Dennoch, oder eben weil eine hohe Volatilität in der Aktie ist, bei uns interessante Produkte. Bis gleich. SMA Solar. Der Thomas ist immer noch im Urlaub. Dementsprechend kriegt ihr von mir die Story zur Aktie. Lass uns da gleich reinspringen. Seht ihr das? Ja, ich bin ein bisschen im Weg. Guck mal. Ups. Bild, ein Jahr. Aktie Trauerspiel. Heute Chart von Wall Street Online, nicht von Onvista, weil der Chart von Onvista gerade nicht das macht, was ich von ihm verlange. Egal. Das ist der Chart von der Aktie. Ich glaube, spricht soweit für sich selber. Da ist auch es egal, wenn wir jetzt hier hingehen. Wir haben in 3 Monaten 8% über den Daumen verloren. Wir sehen, die Aktie hat hohe Volatilität. Die ist noch ein Stück höher als bei Vergleichsindizes oder bei Indizes, die sich mit Solartiteln beschäftigen. Aber am Ende des Tages, also wir können da mal reinnehmen als Beispiel von der Invesco so ein ETF. Und ihr seht, also das Grüne ist, seht ihr das? Ja, das Grüne ist die Aktie, das Orangene ist der ETF. Wir haben gerade in den letzten Monaten ein bisschen eine schlechtere Entwicklung. Overall, ein Jahressicht, schaut es gar nicht so schlimm aus. Die Aktie minus 46, der Index minus 41 auf Jahressicht. Und wenn wir jetzt mal hingehen und sagen, wir nehmen auf Halbjahressicht, da kommt es sich fast aufs Gleiche raus. Also minus 7% in der Aktie, minus 5%. Oder ne, minus 3,18 im Index. Ihr seht schon, das läuft alles relativ gleich. Die SMA hat Ende März Zahlen vorgelegt, ziemlich gute Zahlen. Der Vorstandsvorsitzende hat gleichzeitig ein bisschen auf die Bremse getreten und gesagt, dieses Jahr wird es nicht ganz so gut. Aber ganz grundsätzlich, sie haben ihren Gewinn vervierfacht, Umsatz ordentlich gesteigert. Können da nochmal reingehen. Hier vom Aktionär über die Dings gelaufen. Sie sind auf 1,9 Milliarden. Sie haben von 70 auf 311 Millionen Profit erhöht. Und das nach 56, also überbleiben 226, aber das nach 56, die sie im Jahr davor gemacht haben. Er peilt eine etwas schwächere. Er sagt, er kann das Umsatzniveau knapp halten, etwas schwächeren Gewinn an für dieses Jahr, also 195 bis 2,2 Milliarden. Das ist der Forecast, den der Vorstand selber ausgerufen hat. Jetzt sind Solarwerte alle in allem schlecht gelaufen. Die SMA steht relativ gut da, weil sie keine Panels baut, sondern eben Wechselrichter und sie konzentriert sich auf große Anlagen. Und der nette Mann hier, der Herr Bernecker, der sieht die SMA sogar als eventuellen Kaufkandidaten. Wenn wir uns ganz generell Analysten angucken, die sagen mehr oder weniger alle, sagt der Aktionär übrigens auch selber im Abspann, wir sind in einer breiten Seitwärtsrange zwischen 46 und 62 Euro, heute Morgen knapp über 50 Euro. Die sagen, du solltest abwarten, bis er über die obere Kante, also mehr als 60 Euro gestiegen ist, auf ein Kursniveau von mehr als 60 Euro gestiegen ist, dann wäre die Aktie wieder im Kauf. Ich finde das ziemlich weit weg. Also die 10 Euro, die würde ich jetzt mal nicht liegen lassen, das dann über 20%. Komme ich aber gleich zu, wie wir da vielleicht sogar noch was Besseres draus machen können als mit der Aktie selbst. Naja, Herr Bernecke ist der Meinung, kann man langsam wieder einsteigen, ist aber eine sehr volatile Aktie.
Und das ist, glaube ich, auch gut. Die Kursziele, ich hatte es erwähnt, irgendwo alle um die 60. Und die meisten Analysten stellen sie auf Hold. Es gibt einige wenige, die haben gesagt, kaufen, aber kaufen. Der Vorstand selber hat gerade jetzt vor 2 Tagen Aktien nachgekauft. 800 Stück, das heißt rund 40.000 Euro selber rein investiert in die eigene Aktie. Ist ein gutes Zeichen. Der hat aber nachgebilligt. Hier unten sieht man, der hat letztes Jahr im August schon mal gekauft. 916 Aktien zu 670, sprich der hatte seinerzeit 70.000 Euro rein investiert und hat jetzt nochmal 40.000 nachgelegt, um seinen Kaufkurs zu vergünstigen. Das hat natürlich alles überhaupt keinen Einfluss auf den Kurs der Aktie bei 1,7 Milliarden. Aber es ist ja nicht schlecht, wenn man einen Vorstand hat, der so sehr von der Aktie überzeugt ist, dass er da reinkauft und dann sogar noch nachbilligt. Das würde er nicht tun, wenn er nicht glauben würde an seine eigene Firma. Technisch schaut es schlecht aus. Das liegt an den gleitenden Durchschnitten primär. Das ist auch egal, wie man da hingeht. Am Ende des Tages, wir sind unter den gleitenden Durchschnitten und zwar durch die Bank. Egal, ob wir jetzt 20er, 50er EMA nehmen oder 100 EMA, wir sind da drunter. Wir hätten diese Aktie also eigentlich auch bei Crash Cash nehmen können. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es eine Bodenbildung gegeben hat bei den Solartiteln. Und die SMA steht sehr, sehr gut da. Also wir haben, wenn wir uns den Snapshot angucken, hier nochmal einen Gewinn von 4 Euro pro Aktie bezogen aufs letzte Jahr. Wir haben einen KGV-Stand jetzt von 12. Die Aktie ist günstig bewertet. Klar, viele Solarfirmen sind unter Druck gegangen, einige sind sogar platt gegangen. Wie gesagt, das ist ein Wechselrichterhersteller. Da ist das nicht ganz so schlimm wie bei den Panelherstellern. Ich glaube, und wenn wir uns das mal auf ein Jahr anschauen. Ich glaube, hier unten, so bei 45, da hat sich irgendwie eine Art Boden gebildet. Ganz grundsätzlich sind wir aus dem Kanal nach unten raus. Und hier unten hat sich so ein Boden gebildet. Und jetzt sind wir, ich will nicht sagen am unteren Ende von dem Boden, aber wir sind in der Nähe des unteren Endes von dem Boden. Und deshalb nehme ich sie nicht in Crash Cash mit, sondern sage, wir nutzen die hohe Volatilität, die die Aktie mitgenommen hat, auf dem Weg nach unten und machen aus der Volatilität was. Wir verkaufen Performance nach oben. Denn was mir im Moment tatsächlich fehlt, ähnlich wie das, was der Kollege vom Aktionär gesagt hat, sind Nachrichten, warum das Ding jetzt nachhaltig steigen sollte auf alte Höhen von 60, halbes Jahr, 100, ein Jahr. Da fehlt mir die Fantasie, um ehrlich zu sein. Ganz grundsätzlich aber, die Aktie hat eine hohe Volatilität. Und das macht die Produkte attraktiv, die Volatilität verkaufen. Beim Discount-Zertifikat kaufst du die Aktie und verkaufst die Performance oberhalb des Caps. Und damit verkaufst du Volatilität. Und da habe ich ein bisschen was rausgesucht. Discount-Zertifikat gibt es von vielen Anbietern, alle recht attraktiv, eben wegen der hohen Volatilität. Da kannst du quasi nach Gutdünken Caps und auch Emittenten wählen. Und du wirst in meinen Augen sehr, sehr faire Preise. Ist natürlich auch eine Competition-Geschichte finden. Egal, ob das Morgan Stanley, Société Générale, HSBC, DZ Bank, UniCredit ist, BNP Paribas, sind alle gut. Was ich jetzt gemacht habe, als ich die Sendung vorbereitet habe, heute Morgen waren wir noch bei 49. Da habe ich ein recht konservatives Produkt rausgesucht. Und zwar mit einem Cap bei 48. Läuft keine 6 Monate mehr. Du kriegst einen ordentlichen Abschlag auf den Aktienkurs. 42,17 kostet das Papier heute. Du kannst damit nur noch 14,93%, 13,93% verdienen. Aber das tust du auch fast immer. Ich bitte hier die Prozentzahl zu entschuldigen. Ich gehe da mal, kriege ich das noch größer hin? Ja. Wie gesagt, Aktie heute ziemlich stark gestiegen seit der Eröffnung um 3 Euro. Das hier müsste man dementsprechend auf 13,8 korrigieren. Aber ihr seht, diese 13,8% kriegst du bis Laufzeitende mehr oder weniger egal, was die Aktie macht, außer sie fällt um mehr als 5%. Auch nach unten, selbst wenn sie 15% fällt, kriegst du immer noch 1,67%, sogar ein bisschen mehr. Also auf 6 Monate betrachtet, 13%, dann über den Daumen 27% PA, die du mit der Aktie erwirtschaften kannst. Ich kann es euch auch
genau sagen. Also 30 sogar, 30,9% sagt er. Und wisst ihr, auf Basis aktueller Kurse, PA, das sind eben die knapp 14%, die du erwirtschaften kannst. Das offensivere Produkt. Dann machen wir jetzt was anderes. Ich habe einen Discount-Optionsschein nicht wegschalten. Ruhig bleiben. Ich habe einen Discount-Optionsschein mitgebracht. Nur weil ich jetzt das Wort Optionsscheine sage, nicht gleich wegschalten. Discount-Optionsschein ist ein Optionsschein. Ja, du kannst all dein Geld verlieren, aber es ist von den Optionsscheinen, die es da draußen gibt, so ungefähr das Konservativste, was es gibt. Deshalb würde ich heute gerne einen Discount-Optionsschein vorstellen. Der bietet sich in meinen Augen. Seht ihr das? Ja, seht ihr. Seht ihr ja. Discount-Optionsscheine gibt es in dem Fall nur von der DZ-Bank, bieten auch andere Emittenten an, auf die SMA Solar nur von der DZ-Bank. Ich bin jetzt mal hingegangen und habe was relativ Konservatives auch noch innerhalb dieser Klasse, innerhalb der Optionsscheine rausgesucht, habe eine verhältnismäßig kurze Laufzeit, auch hier, ihr seht, irgendwo zwischen Juni und September diesen Jahres rausgesucht. Da sind dann nur noch 5 Stück da und wenn ich mir hier zwei anschaue, das sind diese beiden. Die finde ich, ich drehe das mal ein bisschen höher, dann seht ihr alles. Gut. Die finde ich beide ziemlich sexy. 35er Basispreis, das heißt, du kaufst einen Call auf Niveau 35, 40er Cap. Bedeutet, du kannst in dem Produkt nur 50 Cent verdienen. Das ist genau, sind genau diese 5 € Differenz zwischen 35 Euro und 40. Wie gesagt, die Aktie steht bei 2,50 heute Morgen. Wenn du nur 50 Cent verdienen kannst, musst 44 Cent ausgeben, kannst du logischerweise nur 6 Cent verdienen. Diese 5 € entspricht 50 Cent. Das ist ein 1 zu 10 Verhältnis. Können wir da reingehen? Gehen wir da mal rein. Das müsste hier unten drin stehen. Genau, 1 zu 10, also 0,1. Andersrum ausgedrückt. Aktueller Briefkurs 44, der war heute Morgen runter auf 40, deshalb war er ein bisschen attraktiver als jetzt. Aber die Frage, warum sollte ich einen Optionsschein annehmen? Der hat keinen Knockout, also das ist nicht ein Produkt, wo du ein K.O.-Ereignis hast. Gleichwohl sollte es unter die 35 fallen, ist all dein Geld weg. Der Break-Even-Point, den geben die beim Onvista auch an, bei 39,25. Also wenn die Aktie runtergeht auf 39,25, ab da nimmst du tatsächlich an den Verlusten teil. Das sind letzten Endes die 60 Cent, die 6 Cent, die dir hier fehlen bis zum Cap. Das entspricht bei einer Laufzeit bis September diesen Jahres einer Seitwärtsrendite von 30%. In meinen Augen. Und wie gesagt, die Aktie kann runterfallen bis auf 45. Und 45 hat die Aktie nicht gesehen in den letzten Jahren. Also ich habe jetzt nur 6 Monate hier geguckt, aber hat die Aktie nicht gesehen. Und hier haben wir, nee, das ist sogar nur ein 40er. Das heißt, die Aktie kann runter auf 40, Verzeihung. Hier ist der 45er. Der wäre meine zweite Wahl gewesen. Da kannst du 8 Cent verdienen. Dementsprechend Seitwärtsrendite 89%. Auch hier. Der ist jetzt näher dran. Der ist näher dran mit 45, aber die 45 hat die Aktie nicht gesehen. Das heißt, wenn sich die Aktie jetzt einfach nur seitwärts weiterentwickelt, dann nimmst du hier 20% mit. Wohlgemerkt, innerhalb von 3 Monaten. 8 Cent auf die 42 Cent, die du investierst, über den Daumen 20%, die du mitnimmst, in weniger als 3 Monaten. 20% und das mit einem Abstand letzten Endes von der Aktie. 1,50 zu 45 ist der Cap. Ab da nimmst du nach unten und dann gehebelt an der Bewegung teil. Und wenn man sich das ansieht, du hast hier die Aktie in Blau und in Magenta den Optionsschein. Du hättest im Zeitraum von 6 Monaten
Minus 11% hatten wir eben in der Aktie gemacht, das plus 13%. Das ist also keine wilde Geschichte. Es ist keine wilde, es ist ein Optionsschein. Du musst eine Finanztermingeschäftsfähigkeit bei deinem Broker oder bei deiner Bank hinterlegen, etc. etc. Aber ist von den, nennen wir es mal Hebelprodukten, von den etwas spekulativen Produkten sicherlich das konservativste, was es noch gibt. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Es ist ein Call Spread, du kaufst einen Call bei entweder 40 oder bei 35 und hast ein Cap bei 40 oder 45, also immer die 5 Euro dazwischen, die nimmst du quasi gehebelt mit. Und alles in allem, glaube ich, eine ziemlich interessante Geschichte. Discount-Optionsscheine, wie gesagt, heute eine Ausnahme, weil ich die Aktie auch noch vorbereiten musste und, bin ich jetzt nicht mehr dazu gekommen, Auszahlungsprofil für die Discount-Optionsscheine zu machen. Erkundigt euch da ganz genau, gibt es auch auf YouTube gute Erklärvideos, wie funktioniert ein Discount-Optionsschein. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich glaube, die Aktie, die hat ihren Boden gefunden. Ob ich mir jetzt die Aktie langfristig reinkaufen würde, eher nein. Da müsste ich erwarten, dass es der Solarbranche ganz allgemein wieder spitzenmäßig geht. Das sehe ich jetzt gerade auf die nächsten paar Monate nicht. Die SMA Solar ist an sich, glaube ich, ein ganz guter, stabiler Wert. Was ich jetzt machen würde und wirklich machen würde, ist Volatilität verkaufen. Und das kannst du über ein Discount-Zertifikat tun. Ihr habt es gesehen bei dem konservativen Produkt. Da gibt es im nächsten halben Jahr 13, 14, 13% zu verdienen. Da gibt es aber jede Menge Caps zur Auswahl. Da könnt ihr, ich will nicht sagen, auswählen. Ihr müsst schon darauf achten, was ist der Spread und so weiter. Aber da stellen eigentlich durch die Bank die Emittenten ganz gute Preise. Ist eine attraktive Geschichte. Da könnt ihr also auch ein bisschen weiter runtergehen. So bei 45 kriegt ihr ungefähr 9% Discount noch bei einem halben Jahr. Könnt aber auch weiter raufgehen, wenn ihr glaubt, doch, doch, die Aktie, die kann noch mal laufen bis 55, 56, vielleicht sogar 60. Dann nehmt ihr den Cap da oben, kriegt trotzdem noch einen verhältnismäßig guten Discount. Ich persönlich würde aber in dieser Situation tatsächlich darüber nachdenken, einen Discount-Optionsschein reinzukaufen, der einen Cap hat und da das Konservativste, was ihr finden könnt, nehmt ihr ordentliche Renditen mit. Auch da gibt es übrigens sportlichere Produkte, nehmt ihr gute Renditen mit. Ganz grundsätzlich gilt, wie immer, das ist keine Empfehlung und erst recht keine Handlungsanweisung. Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, was ihr hier tut. Schaut euch die Tutorials an zum Thema Discount-Optionsscheine. Schaut euch an, wie funktioniert so ein Produkt, was sind die besonderen Risiken bei solchen Produkten. Und erst dann, und wenn ihr euch eine Marktmeinung gebildet habt, unabhängig von dem, was ich sage oder der Herr Bernecker oder der Aktionär oder sonst wer da draußen, seid euch im Klaren darüber, ihr trefft eigenverantwortliche Entscheidungen. Würde mich wie immer über ein Like freuen, über Kommentare, natürlich auch, ob ihr etwas mehr hören wollt zum Thema Discount-Optionsscheine oder ob ihr bei Produkten, die Delta-1-like sind, also sich verhalten wie die Aktie nach unten, wie ein Discount-Zertifikat, ob ihr darüber lieber was hören wollt. Ich freue mich über Nachrichten, jede Form von Nachrichten, auch Kritik. Like dabei, sowohl beim Thomas auf dem Kanal als auch bei mir. Danke und viel Glück für eure Investments.